Was ist Kardiologie? Kardiologie ist die Untersuchung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der Pflege aller Herzensangelegenheiten. Es ist eine Spezialisierung unter Ärzten. Die Kardiologie umfasst auch Arterien und dient zur Diagnose und Behandlung von Zuständen wie Blockaden. Kardiologen sollten nicht mit Herzchirurgen verwechselt werden. Herzchirurgen gehen in die Brust und führen Herzoperationen durch, während Kardiologen Tests und Eingriffe wie Angioplastie durchführen. Die Kardiologie ist die Disziplin, die Herzverletzungen und Krankheiten sowie deren Ursachen erforscht, diagnostiziert und behandelt. Ein Kardiologe behandelt ihr Herzproblem, während sie sich anderer Erkrankungen bewusst sind, einschließlich Bluthochdruck, hohen Cholesterinspiegel, Diabetes und anderen Faktoren, die das Herz schädigen können. Einige dieser Risikofaktoren sind eine familiäre Vorgeschichte mit Herzerkrankungen, Übergewicht, Zigarettenrauchen, falscher Ernährung und einem sitzenden Lebensstil. Da die Kardiologie ein Spezialgebiet der Medizin ist, sollten Sie sich nicht unbedingt auf Ihren Arzt verlassen, um Ihr Herz zu pflegen. In der Tat kann er oder sie vielleicht mit kleineren Problemen fertig werden, wird sie aber normalerweise an einen Spezialisten verweisen, wenn die Symptome ernst zu sein scheinen. In anderen Fällen kann Ihr Arzt einfach einen Kardiologen konsultieren, um die beste Vorgehensweise für Ihre Gesundheitsversorgung zu ermitteln. Ein Facharzt kann Ihren Arzt über neue Medikamente oder Tests informieren, die für Sie von Nutzen sein könnten, oder er kann ein Elektrokardiogramm oder Blutuntersuchungen anfordern und die Ergebnisse untersuchen. Ein Elektrokardiogramm, das für Elektrokardiogramm steht, zeichnet elektrische Impulse in Ihrem Herzen auf. In der Kardiologie ist das Elektrokardiogramm ein häufig verwendetes Instrument, um festzustellen, ob ein Patient bereits einen Herzinfarkt erlitten hat oder in unmittelbarer Gefahr ist, einen solchen zu haben. Mithilfe dieser Informationen können sowohl Ihr Hausarzt als auch Ihr Kardiologe entscheiden, welche Behandlungen für Ihre laufende Pflege am vorteilhaftesten sind. Die Kardiologie lehrt uns, dass die Zeit im Falle eines Herzinfarkts der Feind ist. Wenn Sie oder jemand anderes in Ihrem Haus an einer Herzerkrankung leidet, kann der Kauf eines Defibrillators für das Heim eine kluge Entscheidung sein. Ein Heimdefibrillator ähnelt Maschinen, die in Krankenhäusern verwendet werden, um die Herzen von Patienten zu starten. Fragen Sie Ihren Arzt oder Kardiologen, ob dies eine gute Option für Sie ist.